Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Grounded. So, hier war einiges mehr zu reparieren, als ich gedacht hatte. Und das hat eine Weile gedauert. Also wie man sieht, es ist schon gut am Vormittag, schon fast. Also morgens, aber schon bald Vormittag. Wir müssen jetzt noch einmal schnell zu den roten Ameisen. Wir brauchen nochmal neue Eier. Ich hoffe, dass wir wieder so viele, also 3 Stück, mindestens rauskriegen. Weil für mehr haben wir auch gar keinen Pilzauswuchs, ne? Den habe ich jetzt weggepackt. Ja, also 3 Eier ist Minimum. Die brauchen wir. Dann haben wir 3x Fressbomben, die wir mitnehmen können. 2 davon werden wir ja definitiv verbrauchen. Das wissen wir schon. Ich hoffe, dass wir letztendlich nicht mehr wie 2 brauchen. Denn sonst könnten wir ein leichtes Problem haben. So, jetzt ist natürlich hier alles so ein bisschen im Weg. Wenn ich den einen da noch kriegen sollte. So. Ja. Jetzt haben wir 3 Stück. So, jetzt aber nichts wie raus hier. Also ich hoffe halt, dass wir nicht mehr brauchen. Ansonsten muss ich dann halt nochmal zur Basis zurück. Oder hierher zurück. Und nochmal welche herstellen. Aber vorerst sollten uns 3 Stück reichen, wenn wir zu den schwarzen Ameisen gehen. Sollte das schon hinhauen. So, keiner ist mehr sauer auf mich. Alle haben schon vergessen, was passiert ist. Schon mal sehr schön. So. Dann machen... Dann machen wir uns jetzt einmal eben den Bratwumms fertig. So, die Komponenten dafür haben wir. So, Bratwumms. Pilzauswuchs. Wo habe ich denn den... Ah, Mist. Den habe ich ja jetzt auch irgendwo reingeschmissen. Hier. Den müsste ich tatsächlich eigentlich noch untersuchen. Aber gut. Machen wir nächstes Mal. So, Bratwumms. 1, 2, 3. Und jetzt wollen wir die Fressbombe herstellen. 1, 2, 3. So, dann sind wir schon mal gut ausgestattet, was das angeht. Die Ameisenrüstung brauche ich ja eigentlich nicht mitnehmen. Es gibt auch diese Figuren hier. Oh Gott, was man hier so alles machen kann, ne? Diese Figuren. Ich will nur mal kurz gucken, ob ich davon eine herstellen könnte. Die würde ich jetzt erstmal fürs Erste hier vorne hinstellen. Ich bräuchte 5 Ton, 3 Seil, 5 Sprösslinge. Dann können wir die Ameisenrüstung nämlich darauf setzen. Weil die ist ja absolut intakt. So. 3 Seil, 5 Sprösslinge. Ja, ich bringe den Rest einfach gleich zurück und 5 Ton. Nehmen wir die 7. So. Das wäre ärgerlich, dann brauchen wir die gar nicht mitnehmen. Dann kann die hier bleiben. Dann haben wir hier eine, weil hinten haben wir ja sowieso schon eine stehen, ne? Gut, achso, ich muss meine Rüstung erst ablegen. Okay. Und jetzt können wir den anziehen. Wunderbar. Dann haben wir das auch schon erledigt. Hier können wir uns jetzt erstmal ein bisschen ausstatten. Die 3 nehmen wir mit. Die 2 nehmen wir auch mit. Den guten Freund essen wir gleich. Und dann können wir uns einmal wieder anziehen. Wir brauchen den Poncho. Und den Hut. Und dann haben wir doch vernünftigen Brutzelschutz für den Sandkasten. Ich bin mir gar nicht sicher. Reicht jetzt eigentlich alles, was ich habe für die Ameisenrüstung? Oder musste ich noch irgendwas mitnehmen? Was ich vielleicht gar nicht drüben habe. Bienenpelz. Können wir notfalls am Picknicktisch holen. Beanpelz können wir notfalls am Picknicktisch holen und Seidenseil 2-mal. Habe ich da noch was in der Kiste? Ich muss auch mal wieder Spinnnetze farmen. Leider nicht. So. Sortieren wir davon 2 gleich wieder ein. 3. 2 nehmen wir ja mit.
Gut, dann sollte das soweit passen. Habe ich noch irgendwas hier drinne? Nee. Gut, also wir haben für unterwegs Nahrung. Wir sortieren das einmal ein bisschen. Wo ist denn der gegrillte? Da. Ton packen wir gleich raus. Sprössling packen wir raus und die Pflanzenfaser. Und dann können wir uns eigentlich auch schon wieder auf den Weg machen zum Picknicktisch. Da die Rüstung herstellen. Oder nee, beim. Ach, das ist ja doof. Jetzt sind ja die ganzen Ameisenteile am Sandkasten. Na gut. Kommen wir aber mit klar. Schade nur, dass wir keine Seilbahn haben von hier nach dort. Achso, ich wollte ja den einen Freund hier gleich essen, ne? Ja. Dann noch einmal einen Schluck trinken. Schwert in der Hand und los geht's. Sir Lancelot ist auf dem Weg. Und wir gehen mal hier lang wegen der Mücken. Können zwar deren Rüssel gebrauchen. Ein Schwert hier nutzt sich ja doch recht schnell ab. Aber ich möchte jetzt hier keinen unnötigen Ärger verursachen, während wir auf Mission sind. So, deswegen machen wir einen kleinen Umweg. Ja, hier sollte man gar nicht drauf reinfallen. Ich dachte das eine Mal, das sind Maden. Hab die ausgebuddelt, kam eine Larve raus. Habe ich mich ganz schön erschrocken. Das war nicht das, was ich erwartet habe. So, da schläft noch ein Wolfgang. Ja, hier passe ich nicht durch. In der Höhle. So. Einmal hier hoch. Und dann gehen wir über die Steine, da haben wir die wenigsten Probleme. Ja, brauchst keine Angst haben, ich will dir diesmal nichts tun. Als Aufgabe habe ich Stelle Schleifsteine oder Beschichtung her. Herstellen. Ich kann Schleifsteine und Beschichtung selber herstellen. Immer. Das schöpfen wir gleich ab. So, dann brauchen wir ja quasi noch Bienenpilz. Da gucken wir gleich einmal, wie viel brauchen wir denn. Ich glaube, eine Biene wirft zwei Pilz ab, wenn ich mich nicht täusche. Müssen wir einmal gleich durchgucken, wie viel Pelz brauchen wir eigentlich und dann dementsprechend nochmal die Bienen ein bisschen provozieren, denen zu Leibe rücken. Das Blöde bei den Bienen ist halt, das sind keine Einzelkämpfer, ne? Kriegt da einer mit, dass eine Biene im Schwarm ein Problem hat, dann kommen die anderen dazu. So. Schlafen tut leider keine. Mittagsschläfchen wäre ja schön gewesen. Leider nicht. Oh, einmal hier hoch. Mensch, da sind wir ja schon fast fertig, dass wir ins Ameisenlabor können. Und wir haben noch so viel Zeit über, ne? Hier ist leider auch kein Bienenpelz mehr drin. Warte mal. Ne, nur ein Blutbeutel. Ich dachte, ich kann hier vielleicht nochmal den Degen reparieren, wenn er dann kaputt geht. Haben wir hier noch Salz auf dem Teller? Ja. Ne, Keks. Keks und Apfelbrocken. Kein Salz mehr. Ist ja schade. Okay. Die da holen wir uns. Ihr kennt das Spiel. Wir müssen einmal die Sicht wechseln. Und. Oh, die Armbrust hat halt so viel Power. So, da kommt er auch schon. Der Kollege. Jetzt habe ich Streit angefangen. Ich weiß gar nicht, wie viele muss ich denn überhaupt erlegen? Komm. Ja, komm runter. Müsste. Da.
Atombombe. Oh, das wird jetzt wehtun. Ah, aber ich bin noch nicht zusammengesackt. Na, das kriege ich doch. Autsch. So, oh, 3 Bienenpelz gibt's. 4 habe ich, ja. Im Inventar zumindest. So, wenn wir das jetzt herstellen wollen, brauchen wir 4 für die Beinpanzer. Nochmal 2 für die Brustplatte. Und wir brauchen 5, also 7 Stück noch. 7 Stück, das heißt, nochmal 3 Bienen müssen wir leider noch erlegen. Halt, ich bin unbewaffnet. Ah, falsche Taste. Gut. Wenn du nicht aufpasst, der lockt dich über die Kante, ne? Fallen wir hier noch vom Tisch runter, sterben an Fallschaden. Oh Gott. Der veräppelt mich hier aber. Darf gar nicht so viel wandern. Wenn ich dem Kollegen folge, der fliegt immer über die Kante. Aber ich will auch nicht zu weit in die andere Richtung. Ich möchte maximal mit einer Biene gleichzeitig kämpfen. So, das gab ein Bienenstachel. 8 Bienenpelz haben wir. Fehlen noch 4? Nee, warte mal. Oh. Hi, Chef. Die fliegen da immer rüber. Das gibt's ja nicht. Durch den Teller. Komm ich hier nicht hoch? So. Pieksen wir ein bisschen, holen unseren Pfeil wieder. Wo ist er? Da kommt er. Oh, ich habe keine Ausdauer. Ah. Und. So. Das war ein gutes Timing. Kriegen wir das nochmal hin? Ja. Der war auch gut. Oh, ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder sehr dicht an der Kante. So, jetzt haben wir den auch weg. Gut, wie viel brauchten wir jetzt? Warte mal, 5? Na, 5. 7. 4. 5, 7, 4 sind 11. Einer fehlt. Das heißt, eine Biene noch. Oh. Ja, frech. Nehmen wir den da. Der zappelt nicht so. Das war ein gutes Timing. Hat mir gefallen. So. Oh, wir haben es auch ganz schnell und schmerzlos gemacht. Den können wir jetzt einmal rüber. Oh, Schwertmeister. Eine neue Mutation. Kleinen Moment. Kleinen Moment. Wo waren das? Status, ne? Schwertmeister, Grashacker, Naturkunde. Ah, hier. Schwertmeister. Wenn du deine Beherrschung der Klinge verfeinerst, weiß dein scharfer Verstand genau, welche Schnitte deinen Gegner schwächen. Schwertangriffe verringern den gegnerischen Schaden. Beherrschungsbonus, wenn du Kreaturen mit einem Schwert angreifst, entfernst du vorübergehend deinen Erschöpfungstimer. Ja. So, was war das hier? Parademeister, dein hervorragendes Timing ist extrem beim Abwehren. Okay.
Und Giftresistenz brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann nehmen wir doch den Schwertmeister direkt mit, wenn wir darüber gehen. Eventuell können wir den ja in der Ameisenburg oder in der Ameisenbasis, im Ameisenbau. Vielleicht können wir den ja da gebrauchen. Ich weiß ja nicht, was da noch auf uns zukommt. So, wir haben jetzt den Poncho an, ne? Jetzt stellen wir einmal hier, weil hier sind ja die anderen Sachen drin. Genau. Jetzt stellen wir einmal her den Hut. So. Ameisenbrustplatte. Und Ameisenbeinpanzer. Hat genau gereicht. Gut, und dann können wir uns einmal schnell umziehen. Die beiden Sachen kommen weg. Und ich würde jetzt auch gerne mal ausprobieren. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das funktioniert. Aber eigentlich ist es ja so, dass die Ameisen im Sandkasten leben. Das würde ja auch bedeuten, dass die Ameisen genauso... ich habe gerade gedacht, was ist denn das für ein Getränk? dass die Ameisen genauso hitzeresistent sind wie die Ameisenlöwen. Das müssen wir aber einmal herausfinden. So, vorher machen wir noch einmal schnell. Wo war denn der Faserverband hier? So. Können wir die Sachen wieder zurückpacken? Gut, das sortieren wir auch noch aus. Das kommt raus. Oh, ich habe hier noch Seidenseil gehabt, wa? Gut. Ah, die Maske hätte ich auch zu Hause lassen können. Die brauchen wir ja gar nicht. Der Hammer, den nehmen wir mit. Und der Stachel kann raus. Die Fressbombe brauchen wir. Die Armbrust hat leider nur noch 6 Pfeile. Fackeln. Bienenpelz kann weg. Getränke. So, jetzt haben wir Nahrung. Trinken. Waffen. Dann sind wir doch eigentlich gut ausgestattet. Für den Sandkasten. So, jetzt müssen wir nur noch mal... Wir gehen hier wieder die Ecke rein. Und gucken mal, wie hitzeresistent ich eigentlich bin. Steht das nicht eigentlich sogar mit bei? Kritisch nach Blocken. Mittlere Rüstung. Hier steht ja nichts mit Brutzelschutz, ne? Muss ich vielleicht erst den Poncho anziehen und mich dann da hinten nochmal umziehen, dass ich das mitnehme? Oh Gott. Och nein. Komm schon. Du warst jetzt gar nicht geplant. Also den erhöhten Schaden kriege ich nicht so wirklich mit, den ich hier austeilen soll. Oh, da ist er durch meine Rüstung gekommen. Au, das tat weh. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das gerade schneller ging. So. Aber egal, wir haben es ja geschafft, ne? Wie viel Brustschutz habe ich denn? Gar keinen. Oder wenig. Wenig bis gar keinen. Dann müssen wir uns noch einmal umziehen gehen. Nervige Katze. So. Immer nur am Quaken. So. Einmal müssen wir uns leider noch umziehen. Und dann würde ich sagen, wir haben ja noch Zeit. Ja, wir können ja schon mal zum Ameisenbau hingehen und gucken, was wir da heute noch schaffen oder eben nicht schaffen. So, jetzt nehmen wir erstmal den Hut und den Poncho mit. Dann müssen wir uns im nächsten Step umziehen. Die können wir eigentlich anlassen. So.
Halt, 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 halt. Leider, 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 leider werde ich ja viele Sachen finden. Das heißt, ich darf gar nicht so viel Kram mitnehmen. Aber das ist okay. Ich denke, das geht so. Spawnpunkt haben wir hier. Ja. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt sicher durch den Sandkasten kommen oder ob die Ameisenlöwen hier wieder uns das Leben zur Hölle machen. Aber jetzt mit dem Poncho, wir haben den Hitzeschutz dabei, ne? Mit dem Hut auch. Mit dem Rüsselkäferschild sind wir ja ganz gut gewappnet. Das Schwert hilft uns schon einiges. Da kommt nochmal einer. Da ist noch einer. Ich wollte gerade fragen. Ich weiß gar nicht, ob man die umlaufen kann. Nee, ja, genau. Gut. Also, wir müssen uns den Weg auf jeden Fall durchkämpfen. Die Burschen machen es uns nicht so leicht, wie ich es gerne hätte. Ja, perfekt geblockt. Ja, jetzt habe ich keine Ausdauer. Oh, den haben wir gleich weg. Dann kommt der nächste. Oh, ich habe gedacht, den habe ich bis dahin weg, bevor der rauskommt. So, jetzt. Ja, das habe ich mir gedacht. Einer. Ja. Ich hab ihn gehört. Konnte aber nichts damit anfangen. Ah, das ist. Ring 2 ist doch doof. Ja. Oh. Die machen es mir nicht leicht. Aua, au, 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 au. Kriege ich den da so ein bisschen festgehalten? Nein. Also es bleibt bei beiden. Boah. Niedrige Gesundheit, ja. Rückzug ist die beste Verteidigung? Angriff ist die beste Verteidigung. Oh, nein, 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 nein. Jetzt kommt der nächste. Oh, da hat er mich wieder erwischt. Und jetzt bin ich wieder nicht im Sandkasten. Das heißt, wenn ich Pech habe, laufe ich den ganzen Weg wieder von vorne. Oh. Die mit ihren kombinierten Angriffen. Das war einer. Wenn ich euch hier runterschubsen könnte, wäre schön, ne? Bitte nicht, bitte nicht. Oh, oh, oh. Oh Gott. Okay, das wird jetzt aber knapp. Oh mein Gott. Wer hat mehr Leben? Ich muss einmal gegenheilen und ich habe Hunger. Kämpfen macht hungrig. Das Gefühl, die kriegen auch wieder mehr Leben, nur. Da habe ich es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft. Es war zu wild. Ich habe auch zu wenig Luft gehabt, um mich gegenzuheilen. Ja, die machen es uns auch schwer, ne? Die schenken dir nichts. Ja, da sind sie, aber die haben wahrscheinlich auch wieder Full Life. Ja, es war so klar. Das heißt, wir müssen den Kampf nochmal aufnehmen. Würde es ja gerne meiden. Boah. Ja, ich wollte weglaufen.
Das Blöde ist halt, dass die so hartnäckig sind. Und stark. Also die Angriffe von denen sind ja mega stark. Autsch. Autsch. Das sind die aber in guter Kombination unterwegs. So. Nehmen wir den noch ein bisschen runter. Wenn es nur einer wäre, ne? Wenn es nur einer wäre. Jetzt guck mal, die wechseln sich wieder ab. Der Schwache nach hinten. Autsch. So, den einen haben wir schon mal weg. Jetzt ist er dran. Vielleicht gehen wir auch gar nicht durch den ganzen Sandkasten. Vielleicht springen wir seitlich einfach runter. Das wäre wahrscheinlich die sichere Variante. So. Mann, oh Mann. Was ein anstrengender Kampf. Leute. Jetzt muss ich erstmal was essen. So, ich würde sagen, wir springen hier an eine Seite runter. Wir haben doch die Pusteblume. Was wollen wir uns denn den Stress antun und jetzt hier nochmal durchlaufen? Nachher haben wir nochmal 3 oder 4. Dann gehen wir einfach hier runter, ziehen uns dann um. Ich glaube, der Sandkasten, der müsste ja jetzt auch kalt sein. So. Ja. Hieß ja. Hätten wir den Poncho gar nicht mitnehmen müssen. So, wir ziehen uns einmal um. Und so, die Beine passen. Jetzt ist natürlich unser Schild ziemlich angeschlagen. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass die Ameisen uns jetzt als ihresgleichen akzeptieren. So, warte, die Axt brauchen wir eher weniger. Würden eher den Hammer benötigen. Nee. Jetzt habe ich missgebaut. So und so. So, ich hoffe wirklich, dass die uns als ihresgleichen sehen. Das Schild macht nicht mehr lange mit. Das müsste man bei Möglichkeit nächstes Mal reparieren. Schade, hier ist kein neuer Marmor. Hat sich angehört wie so ein Ameisenlöwe rechts. So, aber wenn die uns akzeptieren sollten, dann wird das ja ein einfaches hier durchzugehen. Ja, ja, ich bin einer von euch. Ich hier von Schwester Josie da, der Cousin dritten Grades. So, gibt es hier noch irgendwas zu looten, wenn wir schon mal hier sind? Nee. Gut, ich würde sagen, wir gehen auch in der Reihenfolge vor, wie wir es vorhatten. Wir sprengen uns erstmal den Skep. Das ist ja jetzt praktisch. So, mir vollkommen egal, ob die uns als ihresgleichen akzeptieren hier. Hier wird Rambo-mäßig sich durchgesprengt, ja? Die haben keine Chance gegen uns. Wir haben ein neues Schild. Au. Jetzt muss ich mal überlegen. Hier war das, ne? Hier lang und da ist der Stein. So, jetzt einmal hier Bratwumms. Einmal ein Bratwumms. Wo legen wir den denn drauf? Auf die Armbrust einfach, ne? So, kann ich den... Wie schmeiße ich den am besten? Okay, ich habe ihn fallen lassen. Hat aber funktioniert. Mit R, ne? Mit R müsste ich den schmeißen. Ah, hier. Tada! Du hast ein Scap-Farbschema entdeckt. Können wir ja mal ausrüsten hier. Wo haben wir denn den Scap? Welchen habe ich denn überhaupt gefunden? Firmenfarben. Okay, Firmenfarben. Frostbeule, Firmenfarben. Okay. Na ja, warum nicht, ne? Nehmen wir mit. Nicht so schön wie der andere. Ich finde den Klassik bis jetzt am besten.
Tatsächlich, ja. Und den, den ich nachts drin habe, aber gut. So, warte mal. Jetzt kommt ja die Stunde der Wahrheit. Wir sind immer noch keine Freunde. Ich bin nur einer von euch. Ja. Dann muss ich dich leider fertig machen. Es tut mir leid. Okay, noch ist er alleine. Ja, lass mal ein bisschen hier bleiben. Wir gehen nicht so dicht zu deinem Kumpel. Verdammt. Jetzt sind sie zu zweit. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Okay, du als erstes. Ah, er kommt nicht ran. Sein Kumpel ist im Weg. Oh, synchron. Ich wusste jetzt gar nicht, auf wen ich gucken soll. Oh, das hat mich in die Knie gezwungen. Autsch. Der hält aber doch ganz schön viel aus, ne? Oh, immer ins Gesicht. Immer ins Gesicht. So. Okay. Hat mich in die Knie gezwungen, macht aber nichts. Das finde ich jetzt, wir haben doch die schwarze Rüstung an. Helm, Schulter, ja. Das ist ja frech. Also ich hätte jetzt wirklich damit gerechnet, dass ich hier als einer von denen durchgehe. Aber na gut, es soll wohl nicht sein. Und was ich mich auch frage ist, kann ich mit der schwarzen Rüstung auch mehr tragen, so wie mit der roten? Oder gar mehr, weil die ja schwerer zu killen sind. Aha! Oh, was ein perfekter Wurf. So, jetzt haben wir... Wir nehmen mal den Hammer hier. Jetzt machen wir Metallschrott hier aus dem Robby. Mal gucken, was wir hier überhaupt machen können. Oh, hier können wir auch noch lang. Oh. Ich würde sagen, wir gehen erst hier oben hin, weil hier ist ja Sackgasse. Ach nee, kann ich gar nicht. Die Tür ist versperrt. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier runter, weil oben die Tür versperrt ist. Und gucken mal, was wir hier anrichten können. Was? Okay, das kann ich alles nicht aufnehmen. Oh. Ist da was drin? Okay. Das kriege ich nicht. Das bekomme ich auch nicht. Das darf ich alles nicht haben. Hier ist noch eine Akte, Schokoriegel. Die Akte nehmen wir gleich. Nichts übersehen. Okay. Dann würde ich sagen, wir lesen noch gemeinsam die Akte. Ja. Tja, die Entwicklung des Mixer war ein holpriger Weg. Ich konnte zwar ein Konzentrat aus Rohwissenschaft herstellen, aber die Energiewellenleistung ist zu stark für den Eindämmungsfeldgenerator. Offenbar ist die Verwendung eines Mixer vorerst eine einmalige Angelegenheit. Ich muss einen Weg finden, die Produktion der Ertragseinheiten zu erhöhen, die nötig sind, um meine Experimente zur Austrocknungstherapie fortzusetzen. Zu einem Überfluss haben schwarze Ameisen weiterhin auf mein Labor abgesehen. Ich vermute, das hat mit der Kakophonie dieser dämlichen Maschinen bei maximaler Leistung zu tun. Oder irgendwas lockt sie an. Jedenfalls stehen die Chancen wie immer gegen mich. Gut, ja, der Mixer macht wie immer Probleme. Ich habe ja auch schon mal einen Mixer angemacht und hatte auch dolle Probleme. Zumal ich, als ich das gemacht habe, noch gar nicht vorbereitet war. Und überhaupt nicht wusste, was passiert. Nö, kann man anmachen. Ich drücke mal einen Knopf. Ne? So, ich würde sagen, wir verabschieden uns auf jeden Fall hier. Beim nächsten Mal hauen wir dem da hinten eins auf die Mütze. Mitten. Hammer! Ja, kriegt er da ein paar hinter die Löffel. Und dann erforschen wir das Ameisenlabor weiter. Ich weiß nicht, wie groß das wird. Ich weiß nicht, ob das in eine Folge passen wird. Aber das sehen wir morgen.
So, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Ich würde mich freuen. Bis dahin, macht's gut. Ciao.